Herzlich willkommen zum heutigen Unboxing. Heute haben wir für euch im Zeichen der Zeit von Serum 114 in der Earbook Edition. Alle weiteren Informationen zu diesem Album, der Tracklist und dem Inhalt, sowie natürlich auch die Links zum Album und zum Earbook findet ihr wie immer unter diesem Video in der Videobeschreibung. Im Zeichen der Zeit von Serum 114, das Ganze am 18. September erschienen. Wir haben hier mal wieder ein Earbook aus dem Bereich Rock. Jawohl, es ist das sechste Album der Band Serum 114. Wir haben hier ein Earbook in Schwarz. Wir werden das Ganze mal aus der Folie holen und uns dann im Detail ansehen. So, einmal hier aufschneiden, die komplette Seite. Und dann schauen wir hier mal rein. So, das ist das Earbook. Kommt hier in Schwarz und Gold. Also hier oben einmal in Hochglanz der Schriftzug Serum 114. Darunter dann im Zeichen der Zeit. Das ist der Albumtitel. Und dann haben wir hier noch zwei gekreuzte Arme, die uns hier entgegenkommen aus dem Schatten. Auf der Seite lesen wir auch wieder Serum 114 im Zeichen der Zeit plus die Katalognummer. Und auf der Rückseite haben wir einerseits mal die Bandmitglieder abgebildet und wir haben die Infos zu dem Inhalt. Denn wir haben hier tatsächlich 4 CDs in diesem Earbook mit drin. Einmal natürlich das Album im Zeichen der Zeit, kommt hier mit 14 Tracks. Dann haben wir zu Hause Unplugged, hier sind nochmal 10 Tracks dabei. CD Nummer 3, Leuchtfeuer mit 7 Tracks und die Instrumentals zum Album nochmals 13 Tracks. Da sind alle mit dabei, bis auf den Bonustrack. Also bis auf den Bonustrack hier das komplette Album nochmal in der Instrumentalversion. Ja, die Bandmitglieder, alle 4 Herrschaften hier mit dabei. Dann natürlich die Labels, die Logos und ein Barcode. Das Ganze erschienen über Napalm Records. Dann schauen wir mal ins Innenleben und direkt hier auf der ersten Seite, hier hinterm Cover, kommen uns die 4 CDs entgegen. Also, Album-CD ist diese hier. So sieht das aus, in Schwarz und Gold, im Zeichen der Zeit. Dann CD Nummer 2. Ist, wie auch schon auf der Abbildung, wenn ich die CD hier wieder reinbringe, die möchte hier nicht so ganz halten. So, aber jetzt ist dann diese hier, zu Hause Unplugged. Auch hier wieder in diesem Schwarz-Gold. Dann haben wir CD Nummer 3. Das ist dann in diesem Fall die Instrumental-CD. Sieht so aus. Also, so wie auch das Album, nur halt mit dem Zusatz Instrumental. Und als letztes haben wir dann hier noch die zusätzliche Bonus-CD vom Frontmann von Serum 114 von Esche. Das Ganze nennt sich Leuchtfeuer. Ja, passend zu diesem Titel haben wir ihn hier auch an einem Zaun mit einer Leuchtfackel, mit einem Bengalen hier abgebildet in Palermo. So, so sieht das aus. Gut, also alle 4 CDs hier direkt zum Anfang mit eingebaut. Dann schauen wir mal, was das Earbook noch so bereithält. So, hier geht's los. Das ist dann quasi die Titelseite. Dann haben wir hier ein ziemlich langes Vorwort. Also wirklich die komplette Seite hier mit dem Vorwort bedruckt. Könnt ihr euch natürlich gerne an dieser Stelle kurz anhalten, das Video, und euch das im Detail durchlesen. Und hier geht's dann los. Also wir haben das Earbook mit jede Menge Fotos, auch hier wieder in diesem Schwarz-Gold gehalten, aber natürlich auch Texte. Und zwar haben wir die Texte zum Album abgedruckt, die Lyrics hier Wort für Wort mit dabei und natürlich auch hier wieder Fotos. Also ich gehe mal davon aus, dass das jetzt so ziemlich in diesem Stil weitergeht. Hier dann noch einzelne Fotos oder ganze Collagen, aber hauptsächlich dann so, dass ein Text hier mit einem Foto kommt, also die Doppelseite hier, einmal Foto und einmal Text. Und genau so zieht sich das dann hier durch. So, dann wieder einzelne Porträts natürlich der Bandmitglieder und wieder Collagen. Also jedes Bandmitglied hat dann auch nochmal seine eigene Doppelseite. Und
Hier geht es dann, wie gesagt, weiter. Lyrics ohne Ende. Und mit den Fotos kann man dann auch nochmal so die ganzen Jahre, die ganze Bandgeschichte hier nochmal nacherleben. Da gibt es auf jeden Fall einiges zu sehen. So, Fotos und Texte ohne Ende. Dann nochmal die Doppelseite von Thorsten. Dann eine Doppelseite mit einer riesen Schwarz-Weiß-Collage. Noch mehr Fotos. Jawohl. Also, ohne Ende Fotos, ihr seht selbst. Und zum Abschluss haben wir dann hier noch so einzelne Personen, denen man hier gedenkt, denen man hier dankt. Und dann gibt es hier natürlich auch nochmal eine umfangreiche Danksagung. Jawohl. Und natürlich, wo haben wir es hier? Die Credits zum Album. Also hier sind alle Personen angeführt, die hier mitgewirkt haben, die hier einen Beitrag geleistet haben. Ja, das war's soweit. Das Ganze endet hier. Und wir fassen zum Abschluss noch einmal kurz zusammen, was sich alles in diesem E-Book befindet. Also wir haben das Album mit 14 Tracks, dann haben wir die Unplugged-CD mit 10 Tracks, dann das Leuchtfeuer, also Bonus-CD Leuchtfeuer mit 7 Tracks und die Album-Instrumental-CD nochmal mit 13 Tracks. Wenn ich mir jetzt nicht verzählt habe, dann sind das 44 Stück, also echt eine Menge. Und dieses E-Book ist auf 500 Stück limitiert worden. Auch wenn es, wie ich jetzt, also ich konnte keine Limitierung oder Nummerierung irgendwie finden, aber auf der Homepage war das so angegeben bei Napalm Records, dass es dieses gute E-Book nur 500 Mal geben wird. Ja, das war's soweit. Das alles in diesem wunderbaren E-Book im Zeichen der Zeit von Serum 114. Mich würde natürlich interessieren, was haltet ihr von dem Album bzw. dem E-Book? Schreibt es in die Kommentare und wenn ihr die Musik feiert, falls ihr Serum 114 unterstützen möchtet, dann findet ihr die Links dazu unter diesem Video in der Videobeschreibung. Das war's für heute. Bis zum nächsten Unboxing. Passt auf euch auf. Ciao.